Hallo Freunde und herzlich willkommen. So, ihr habt das letzte Video ja gesehen, wo ich mich dann dazu bekannt habe, auf Dadant-Beute zu wechseln. Und wir werden uns in diesem und in den nächsten Videos ein bisschen mit den Beuten an sich beschäftigen. Erstmal, natürlich guckst du raus, ne, merkst du, jetzt kann ich jetzt auch nichts draußen mit den Bienenbeuten und mit den Bienen mit Dadant machen. Das wird im Frühjahr kommen, aber ich werde mich ein bisschen mit dem einen oder anderen beschäftigen. Zum einen werden wir uns jetzt mal mit Beuten beschäftigen. Ich habe mir nämlich verschiedene Beuten bestellt. Die gucken wir uns in echt hier dementsprechend mal an. Und das wird ein paar Videos sein. Wir werden auch einen Vergleich anstellen. Ich werde mir auch was im Internet angucken, weil ich habe mir auch nicht alle Beuten bestellt, das muss man dazu sagen, sondern ich habe mir drei Beuten bestellt, die wir uns angucken und die wir uns auch ein bisschen, ja, ein bisschen vergleichen sicherlich auch, was Qualität angeht, was Preis angeht, was Handling angeht. Da schauen wir dementsprechend mal rein. Ich habe im Vorfeld einige Anbieter kontaktiert und habe mir was angucken wollen. Das ist nicht überall geglückt. Da gab es durchaus Anbieter, die ja nicht in der Lage waren, eine Beute, die sie im Internet anboten, zu liefern. Beziehungsweise das konnte man sich vor Ort auch nicht angucken. Auch das hat es gegeben, zu meiner großen Verwunderung. Aber es gab natürlich auch viele, viele, viele Anbieter, die ganz viele verschiedene Varianten haben. Es ist ja nicht so, dass wir sowieso schon so viel Beutensalat da draußen haben. Nö, auch in der Dadant-Welt selber gibt es da auch noch mal ganz große Unterschiede und Qualitäten. Deswegen habe ich versucht, mir ein paar Beuten zu suchen, die, von denen ich glaube, dass sie eine sehr gute Qualität haben. Weil ich sagte ja schon im letzten Video, die Beuten, die ich jetzt kaufe, werden die letzten Beuten meines Lebens sein und ich hoffe auch die besten für meine Bienen. Dementsprechend muss das auch sitzen. Und ich will eine vernünftige Qualität haben, natürlich zu einem vernünftigen Preis. Eine weitere mir wichtige Geschichte ist erstmal Regionalität. Das heißt, gibt es einen Anbieter in der Region? Die gibt es hier bei uns. Allerdings war die Qualität nicht so, oder der Kontakt war nicht so, dass ich sie empfehlen würde. Das war das eine. Das nächste ist, also regionale Herstellung, davon rede ich jetzt gerade. Das nächste ist natürlich national. Gibt es welche, die in Deutschland produzieren? Ja, die gibt es. Einen davon schauen wir uns jetzt heute an. Und dann natürlich, was gibt es so in Europa? Gibt es einen europäischen oder einen Hersteller, der in Europa produziert mit deutschem Support oder mit deutschem Geschäft? Gibt es auch, schauen wir uns auch an. So, das sind erstmal ein paar wichtige Geschichten. Das heißt, ich habe mir keine Beute irgendwo aus China bestellt, die es inzwischen auch gibt. Ja, man kann sich für wenig Geld auch Beuten in China bestellen. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte irgendwie schon gucken, dass das hier am Kirchturm bleibt, wie man das so schön sagt. Gut, das sind so die ersten Dinge, die mir persönlich wichtig waren, so nahe am Wohnort, wie es geht. Inzwischen ist es so, dass das, was ich bestellt habe, aus Süddeutschland kommt und in Norddeutschland, ja, war es etwas schwierig. Nicht so schlimm. Ich rede jetzt erstmal von Herstellern, nicht von Großhändlern oder Händlern, weil die haben wir natürlich auch noch hier vor Ort, aber das gucken wir uns eher auf der Webseite in der Theorie an. Jetzt habe ich hier die erste Beute stehen, die gucken wir uns heute an. Und zwar ist das die Beute von Sebastian von Zylo, also von Zylo Imkereibedarf aus Bodenmais. Webseite habt ihr unten drin, könnt ihr euch angucken. Diese Beute habe ich, nur um das gleich vorweg zu sagen, selbst bezahlt, selbst gekauft. Und dementsprechend gehe ich da auch in einer Neutralität rein. Ich bin da niemandem gegenüber zu verpflichtet, irgendwelches besonders gut zu sagen oder besonders schlecht zu sagen, sondern ich möchte euch die Beute so zeigen, wie sie hier bei mir ist, ja, und dementsprechend möchte ich ein faires Ergebnis euch präsentieren. Gut, ich gehe mal rüber und hole mal so die einzelnen Teile und dann schauen wir uns das mal an. Hier sehen wir nun also mal die erste Beute von Sebastian von Zylo. Diese Beute ist sehr massiv.
Es ist eine Beute, die schon komplett vorgefertigt angeliefert wird. Das heißt, ihr seht schon, die ist fertig lasiert. Sie ist aus Kiefer produziert, das heißt eine relativ massive Geschichte. Sowohl ein Schwachpunkt als auch gleich was Positives, denn die Beute weht dir bestimmt niemand weg. Wiegt etwas über 40 Kilo roh, ist also tatsächlich nichts zum Wandern, sondern eher was für den Hausstand zu Hause. Was auch völlig in Ordnung ist erstmal an der Stelle, weil nicht jeder wandert mit seinen Beuten ja in der Gegend rum. Und wer zu Hause imkert, für den ist das auf jeden Fall schon mal was. Was haben wir denn hier so im Angebot? Ja, was passt denn hier in diese 259 Euro rein? Das ist der Preis. Wir haben jetzt, wenn du das Video später schaust, wir haben jetzt 2024, also Oktober 2024. Und da kostet diese Beute komplett, so wie sie hier steht, mit allem, was ich jetzt euch gleich präsentiere, 259 Euro. Das finde ich ist ein fairer Preis, das ist okay. Wir schauen uns allerdings noch an, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis am Ende auch stimmt. Das Erste, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, es ist eine massive Beute aus Kiefer. Das heißt, die wiegt auch was. Nicht aus Weimutkiefer, sondern aus richtiger Kiefer. Und die wiegt ein bisschen 40 Kilo, hatte ich ja schon gesagt. 40,4 Kilo wird es im Internet angegeben, so wie sie jetzt hier steht an der Stelle. Was haben wir denn alles dabei? Erstens, wir haben einen Boden mit Bodenschieber und eben hier mit diesem Edelstahl-Flugkeil, sage ich jetzt mal, mit diesem Rechen, mit Mäusekeil und auch hier mit einer Flugraumverengung. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Wir haben Transportsicherung links und rechts. Wir haben ein Anflugbrett ist mit dabei. Wir haben ein Trennsheet ist mit dabei. Wir haben einen Deckel mit einer Besonderheit, die mich anspricht, wie ich finde. Wir haben einen Innendeckel, auch mit einer Besonderheit. Wir haben zwei Honigräume, in dem Fall für die Rähmchen, für das Rähmchenmaß 159 mm. Und wir haben hier unten den Brutraum. Alles ist bestückt mit Rähmchen, alles komplett fertig. Gucken wir uns gleich im Detail an. Dafür komme ich halt gleich wieder zu euch nach vorne. Nur, dass ihr jetzt einmal einen Überblick habt. Ach so, nicht zu vergessen, für den Preis ist nicht nur hier der Innendeckel dabei, sondern für den Preis ist auch noch das Absperrgitter dabei. Also ihr habt ein schönes Komplettset für zu Hause für 259 Euro. Das erstmal okay, das hat mich auch gelockt. Und das nächste, was ich hier natürlich auch feststellen kann, das seht ihr schon, das ist also fingerverzinkte Qualität. 28 mm Dicke, das ist was richtig Anständiges. Aber ich möchte euch jetzt die einzelnen Bauteile zeigen, von oben nach unten oder von unten nach oben. Wir wollen was haben, wir wollen was handhaben, machen wir von unten nach oben. Zuerst komme ich jetzt mal zu euch und zeige euch also den Boden. Fangen wir jetzt also mit dem Boden an. Ich hole euch den eben, los geht's. Hier haben wir das gute Stück. Das ist der Boden, massiv gefertigt, Rückseite. Wir haben hier vorne den Einflugbereich. Ihr seht hier schon, sind Bohrungen drin. Diese Bohrungen sind dafür da, dass das Anflugbrett dort eingesteckt werden kann. Seht ihr jetzt auch gerade. Und dann haben wir hier einen Gitterrahmen, einen Gitterboden. Und wir haben hier eine große Varroa-Schublade aus Metall. Sehr massiv, auch alles gefertigt. Also von daher muss man sagen, anständig, ja, alles vorbehandelt. Ich bin damit einverstanden mit so einem Boden, massiv auf jeden Fall. Ich werde den Boden nochmal verändern, da kommt noch was ran, das zeige ich euch in einem anderen Video. Das habe ich, na, ich sag's noch nicht, aber das ist ein ganz wichtiges Utensil, was unter keiner Holzbeute fehlen sollte. Aber wie gesagt, erkläre ich in einem anderen Video. Zu dem Boden bekommt ihr dieses hier, ja, so ich sag mal ein, nicht der Fluglochkeil, sondern Fluglochrechen aus Edelstahl gefertigt, entweder so, dann habt ihr natürlich viele Einfluglöcher, Mäuse können nicht rein, oder ihr wählt diese Variante, wenn ihr mit wenigen Fluglöchern hantieren wollt, ja, auch das ist möglich, wird mitgeliefert und vor allen Dingen interessant ist, der Boden ist an den Seiten links und rechts leicht ausgespart. Und dementsprechend könnt ihr dann diesen Keil einfach reinschieben, ohne die Beute anzukippen. Also einfach reinschieben oder drehen, so reinschieben. Und dann ist das Ganze dementsprechend drin.
und auch nicht ganz so locker. Das heißt, es kann sich auch nicht ohne weiteres so rausbewegen. Coole Sache, finde ich gut. Edelstahl, auch gute Qualität. Meine Alternative zum Holzkeil. Ich erwähnte gerade schon das Anflugbrettchen. Das sieht so aus. So, ja. Hier haben wir diese Dorne hier und die sind ja vorgebohrt im Boden. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Da kann man die einfach reinstecken. Ist ein bisschen stramm, muss ich zugeben. Vielleicht muss man auch mal nachbohren. Könnt ihr dann sehen, aber im Großen und Ganzen nicht verzagen. Das ist ein bisschen stramm, aber das soll ja auch so sein. Es muss ja auch in den Boden passen und darf ja nicht gleich rausfallen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Anflugbrett, alles vorgefertigt. Auch hier wieder, ihr seht schon, das ist mit Leinöl bearbeitet. Ja, also auch schon fertig und könnt ihr anstecken und könnt direkt loslegen und die Bienen finden direkt einen Flugplatz vor ihrer Haustür. Auch am Boden montiert sind diese kleinen Plättchen, und zwar am Boden zum Honigraum. Transportsicherung nennt sich das. Die Transportsicherung dient natürlich zum Transport zu euch, dass das im Karton nicht alles hin und her fliegt sicherlich. Aber auch wenn ihr mal wandern wollt, auch dann machen diese Transportsicherung durchaus Sinn hier. Ich frage mich, ob man die nicht sogar vielleicht sogar komplett erstmal dran lässt und nur dann entfernt, wenn man den Boden mal sauber machen muss im Winter. Und ansonsten bleibt das Zeug einfach dran und Boden und Brutraum bleibt ja eigentlich sowieso eine Einheit. Da man den Keil vorne leicht rausnehmen kann, also diesen Flugloch recht leicht rausnehmen kann, kann man auch mit einem kleinen Besen oder irgendwas die toten Bienen unten leicht rauskehren, leicht rausfegen. Von daher ist dann doch die Frage, ob die Dinger hier generell dranbleiben können. Ich glaube ja, weil wann soll man denn sonst an den Boden ran? Man kann ihn ja ausfegen. Also müsst ihr überlegen. Ich habe es jetzt mal abgenommen, um die einzelnen Bauteile zu zeigen. Aber ich glaube, in der Realität lasse ich die dran. Kommen wir als nächstes zum Honigraum. Den halte ich jetzt mal nicht in die Kamera. Aber der Honigraum ist stabil. 28 mm dicke Wandung. Das ist schon ordentlich was. Und es sind Alu-Leisten drin, worauf man dann die Rähmchen verschieben kann. Die Rähmchen sind übrigens im Preis mit dabei. Die Rähmchen haben einen Abstandshalter aus Kunststoff. Leider. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber ich werde die erstmal benutzen, solange bis sie abfallen. Ihr wisst, ich will keinen Kunststoff bei meinen Bienen, so wenig wie möglich. Eine weitere Besonderheit, finde ich, ist dieses hier. Das seht ihr hier oben. Und zwar ist hier so ein Tacker-Ding, wollte ich bald sagen. Abstandshalter sowohl hier als auch hier. Angetackert, angebracht. Das finde ich eine clevere Idee, muss ich wirklich sagen. Weil so kann das Rähmchen sauber eingeschoben werden und es werden keine Bienen gequetscht. Ja? Wie gesagt, Abstandshalter lässt sich drüber streiten. Auf jeden Fall erstmal so für das Thema hier locker ausreichend. Im Laufe der Zeit werde ich sie ändern. Der Oberträger hat übrigens 25 mm Breite. Ein ganz wichtiges Feature bei dieser Beute ist, dass die Zargen fingerverzinkt ausgefertigt werden. Das ist, finde ich, ist eine sehr hohe Qualität und somit gewinnt diese Beute schon eher was von einem Möbelstück, denn das entspricht dann ungefähr das, was ich mir vorstelle von einer Beute, indem ich nämlich gesagt habe, das soll jetzt die letzte Beute sein, die ich in meinem Leben kaufe. Dementsprechend ist diese Qualität sicherlich oder entspricht diese Qualität sicherlich diesem Anspruch, den ich da an der Stelle habe. Finger verzinkt, einzeln verschraubt, Löcher ausgearbeitet. Das finde ich ist eine ziemlich gute Qualität. Auf den Honigraum. Was kommt da drauf? Das Absperrgitter. Genau, das Absperrgitter ist dieses hier auch mitgeliefert. Ja, so bin ich auch mal hinter Gittern. Möchte ich eigentlich sonst nie erleben. Aber solange es ein Absperrgitter ist, hier wie in diesem Falle, soll das mal okay sein. Also ein Absperrgitter eingefasst im Holzrahmen, auch komplett fertig, wird aufgelegt, kennt ihr alle, muss ich nicht erklären. Ich finde hier ist eine massive Ausführung, da geht so schnell auch nichts kaputt. Ja,
Schaut euch das an. Auch hier finde ich persönlich eine hohe Qualität. Sehr gut. Auch das ist das, was ich ja eigentlich haben möchte. So sehen sie aus, die Honigräume. Hier fällt nochmal die Fingerverzinkung auf. Bitte schön. Kann man nochmal gut sehen. Ihr seht auch, die Griffmulde ist da ausgearbeitet. Kann man auch schön drunter packen. Ich komme mit meinen dicken Wurstfingern da ganz gut hin. Das passt schon sehr gut. Was eine Besonderheit dieser Beuten ist, ist der B-Space. Normalerweise kennt ihr zwei Varianten. Das reicht eigentlich auch. Dadant Blatt und Dadant Modifiziert. Bei der einen Variante sind die Rähmchen Oberkante der Zarge und der B-Space ist unten. Bei der anderen Variante ist das Rähmchen etwas tiefer und unten sind die Rähmchen bündig mit der Zarge. Beides hat sicherlich so seine Vor- und Nachteile. Ich würde ganz gerne präferieren ein System, wo unten mehr Platz ist für die Bienen, damit man das abstellen kann. Das ist die Dadant Modifiziert. Hier haben wir Dadant US Modifiziert. Hier haben wir allerdings eine Variante. Ja, bin ich mir noch nicht so ganz einig, ob das sein muss. Aber ich bin auch da nicht abgeneigt. Deswegen habe ich es ja bestellt. Und zwar haben wir hier eine Variante. Da ist B-Space oben, ihr seht das, und unten. Das heißt, der eigentliche B-Space wurde hier vermittelt, sodass die Bienen oben ein bisschen Spiel haben und unten ein bisschen, ja, wieder gut in die Beuten zurück oder in die Rähmchen zurücklaufen können. Wie sich das in der Praxis bewährt, das werden wir uns anschauen. Das werden wir uns genau angucken. Denn ich habe beide, nämlich die modifiziert mit dem B-Space unten. Jetzt muss ich mal kurz überlegen mit dem B-Space unten und diese Variante. Und das schauen wir uns in der Praxis im nächsten Frühjahr auch an. Also hier, denk an den B-Space. Bei der Beute ist das vermittelt. Ja? Wir haben also einmal B-Space unten, einmal B-Space oben und die von Zylo, die ist in der Mitte. Mitgeliefert wird ja ein Honigraum und zwei Bruträume. Preis-Leistung, ne? Dritter Brutraum wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber gut, kauft man sich dann halt nach. Jetzt kommen wir allerdings zum Deckel. Denn über den beiden Honigräumen kommt der Deckel. Und den finde ich auch nie so schlecht. Hier ist der Deckel. Und dieser Deckel hat hier oben eine Lüftungsöffnung. Das heißt, im Normalfall hast du oben drauf, natürlich ist der B-Space wieder hier akkurat eingehalten. Ja, hier, das kann man so schön sehen. Diese Kante hier entspricht natürlich dem B-Space mit Oberkante der Beute. Das ist also sehr gut aufeinander abgestimmt. Das macht mir Freude. Das ist durchdacht an der Stelle. Und ich habe hier in der Mitte ein Loch. Und in diesem Loch steckt ein Lüftungsstopfen. Das finde ich gut. Das finde ich nämlich gut. Weil in dieser Beute kann dementsprechend ein bisschen Luft nach oben wegzirkulieren. Und warum das zirkulieren kann ein bisschen, das zeige ich euch gleich. Da gehört nämlich noch ein weiteres Bauteil dazu. Aber ich kann mit diesem Deckel nicht nur einfach drauflegen und habe eine Belüftung. Dieser Deckel hat also nicht nur die Lüftungsfunktion, sondern hat auch weitere Funktionen, die ich auch ganz gut finde. Denn ich kann diesen Lüftungsstopfen rausnehmen und kann stattdessen zum Beispiel den Futterteigstopfen draufsetzen. Ja, das heißt, erst ausbohren am Futterteig, das Paket, dann reinstecken. Futterteig ist also dann hier drauf, dann legt man das hier auf und dann habe ich den Futterteig, der hier oben drauf liegt. Gute Sache, denn da oben kommt dann der Deckel drauf, kommt auch keine andere Biene ran. Clever gelöst wegen dem Deckel, sage ich euch gleich. Dann kann ich auch noch andere Bienenfütterer oben drauf stellen, ein 1 Kilo Fütterer und ein 2,5 Kilo Fütterer, den ich euch jetzt gerade hier so nebenbei einblende. Auch die passen unter den Deckel und das finde ich ziemlich gut. Weil ich kann Futterteig füttern, ich kann aber auch flüssig zwischenfüttern, ohne den Deckel hochzunehmen, ohne das Bienenvolk zu stören. Das ist ja das, was ich will. So, was ich immer wieder sage seit Jahren, so wenig wie möglich, so viel wie nötig ins Bienenvolk gucken. Ja, was kommt nach dem Deckel? Na, der Außendeckel. Der ist auch massiv gefertigt. So sieht er aus. Verzinkte Variante, hoher Deckel. Ja, so wie er das
so wie man so wie das auch sein soll, ne? Und dann sehen wir hier, seht ihr hier noch mal eine komplette Holzauskleidung. Ziemlich gute Sache. Ja? Und ihr seht hier an den Seiten so Leisten. Hier und da, ja? So, das sind Leisten, die den Deckel nicht ganz aufliegen lassen, sondern es bleibt ein bisschen Luft darunter. Es bleibt nämlich Luft für die Fütterer, für den Futterteig und für den Fütterer. Es bleibt aber auch ein bisschen Luft, dass etwas zirkulieren kann und Feuchtigkeit, die natürlich in einer Beute entsteht, kann hier auch abgeführt werden. Auch hier bleibt ein kleiner Spalt und so kann die Luft ein bisschen rauskommen. Finde ich eine sehr clevere Idee, habe ich bei anderen Beuten so noch nicht gesehen. Vielleicht bin ich auch blind, aber ich habe sie bei anderen Herstellern, bei anderen Beuten so nicht gesehen. Ich finde, das ist eine clevere Lösung. Und da haben wir ja schon ein paar bei diesen Beuten gesehen mit cleveren Lösungen. Das hier finde ich gut und deswegen gibt es da von mir einen Daumen hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur für den Fall, dass ich es vergessen habe, mitgeliefert wird auch ein Trennsheet. So sieht das aus. Ja, Schichtholz, massiv gefertigt, super. Auch mit dabei für den Preis von 259 Euro. Das ist schon okay. Das ist eine Beute von Sebastian von Zylo aus Bodenmais. Und sein Betrieb, der Herrgottschnitzer, so heißt das ja auch, also ein traditioneller Schnitzereibetrieb. Er selber ist Imker, baut auch solche Bienenbeuten in seinem Betrieb selber, in Handwerksqualität, also hergestellt in Deutschland. Und ich muss sagen, das ist das große Paket hier, was ich hier vor mir habe, ist wirklich für 259 Euro ein Paket mit einer hohen Qualität, wie ich finde. Was komplett vor allen Dingen auch, also ein komplettes Paket mit fingerverzinkten Zargen. Ich glaube, das kriegst du nicht mehr kaputt. Ja, 28 mm Wandstärke. Da sollte auch keiner wegen Dämmung meckern können oder so. Hauptsache, da zieht es nicht kalt rein. Falzlos aufgesetzt, finde ich auch gut, auch eine super Sache. Denkt man muss an den B-Space denken, der hier vermittelt ist. Also bei den Zargen immer oben und unten ein bisschen B-Space drin ist. Deswegen muss man sich hier schon dann auch an den Anbieter binden, weil andere Sachen passen dann nicht mehr so gut. Aber ich denke, wenn man sich für einen Anbieter mit Qualität entscheidet, dann ist das auch in Ordnung. Preis-Leistung finde ich also dementsprechend super. Es ist alles dabei. Du kannst hier mit dieser Beute direkt anfangen. Nachteil gibt es auch, muss man ganz klar sagen, das Gewicht. 40,4 Kilo leer, so wie es jetzt hier steht, ist natürlich ein Kampfgewicht. Und da würde ich einfach mal sagen, zum Wandern ist das nix. Ja, sondern das ist was für den Heimstand zu Hause, wie ich das eingangs auch schon gesagt habe. Dann aber, wie gesagt, sicherlich eine Beute für immer an dieser Stelle. Werde ich diese Beute weiter kaufen? Zwei Stück habe ich gekauft, zwei Stück stehen hier auch erstmal für mich. Das weiß ich noch nicht, das verrate ich euch in einem anderen Video, weil ich habe ja auch noch andere Beuten bestellt und auch die schauen wir uns an, die werde ich euch auch einzeln vorstellen. Allerdings, eins schon mal vorweg, Preis-Leistung würde ich hier sagen, gut, hat mich nicht enttäuscht. Sebastian ist ein netter Kerl, wir haben telefoniert im Nachgang, er weiß von dem Video, dass es kommt und wie gesagt, es ist kein Geld dafür geflossen, sondern das geht rein werbefrei auf mein Konto sozusagen. Also zum Abschluss hier die Beute komplett mit allem drum und dran für 259 Euro von Sebastian von Zylo Imkereibedarf in Bodenmais. Wie gesagt, verlinke ich euch unten. Sebastian ist ein netter Kerl. Ich glaube, wir sind ungefähr ein Alter. Auch Imker, das ist auch, hilft auch, wenn man sich damit beschäftigt mit dem Thema. Vielleicht dann nochmal zum Ende. Auch für die nächsten Videos gilt, die Sachen sind nicht gesponsert, die Sachen sind selbst bezahlt und ich nehme mir heraus, dementsprechend eine neutrale Bewertung rauszuhauen, auch wenn sie negativ ausfallen sollte. Wie gesagt, ist hier was negativ zu erwähnen? Puh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also es sind so kleine Stellen hier und da an der Beute von außen, wo man jetzt so sagt, Mensch,
hätte man vielleicht nochmal anschleifen können, ist aber jetzt nicht so das große Drama, muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist bei anderen Beuten, die versendet werden, genauso. Es ist in Deutschland produziert, das ist ein Vorteil mit Sicherheit. Ja, Gewicht habe ich schon gesagt. Nein, bleiben wir beim Fazit. Ich sage, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer sich also für den Heimstand der Dunbeute aussucht, B-Space oben und unten, also in der Mitte, möchte was Gutes haben für einen qualitativ, möchte für einen guten Preis eine hohe Qualität haben. Ich denke, hier ist man richtig an der Stelle. Aber nochmal, wir gucken uns ja auch noch zwei andere Beuten an und schauen mal, was dann dabei rauskommt und für welche ich mich denn am Ende entscheide. Also, bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Bienenbär.